2013 hat der Stadtrat von Jena beschlossen, dass in Wenigen-Jena eine Schule neu gebaut werden sollte. Mit einer möglichst hohen Flexibilität für die Raumstruktur und einer sehr hohen Inklusionsmöglichkeit. Der Cluster- und Lernhausgedanke ist natürlich für einen Architekten eine spannende Aufgabe. Vielfältige Funktionsbezüge und Raumbezüge, die wir hier umsetzen konnten und die wir dann ja, ganz eng in Workshops zusammen mit der Schule und mit dem Auftraggeber besprochen und weiterentwickelt haben. Wir haben für jedes Lernhaus eine Farbe entwickelt, zusammen auch mit den Nutzern und den Schülern, die sich sowohl im Inneren als auch im Äußeren, also an der Fassade, wiederfinden. Und so kann man sich quasi vier pavillonartige Lernhäuser vorstellen, die wir hier aneinandergereiht haben und die eben komplettiert werden durch dieses Forum, in dem ich jetzt hier stehe, wo eben alle Gemeinschaftsflächen angelagert sind. Aula, Mensa, Bibliothek, gekrönt von der Sporthalle oben drüber. Es ist dann sehr schön gewesen, als wir hierher gekommen sind und es anfing zu bauen, dass in einer Art und Weise, wie ich es noch nie erlebt habe, die Schüler, also die eigentlich die Nutzer zuvörderst dieses Gebäudes sind, mitgenommen sind auf die Reise des Bauens. Ja, das ist natürlich was Besonderes, ein Schulneubau für eine Stadt hier zu planen. Es war auch eine besondere Erfahrung, die Art, wie wir geplant haben. Nicht nur das Gebäude, die Größenordnung und die Architektur, sondern auch die enge Kommunikation mit dem Schulleitungsteam zusammen.